Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde, zu Dwarf Fortress, der Steam-Version. Es kam ein neuer Patch zwischendurch mal, wodurch Kinder jetzt aussehen sollten wie Kinder. Das können wir, glaube ich, hier ganz leicht gucken. Wenn wir hier unten nach Kindern gucken, na, sehen sie immer noch aus wie Erwachsene. Nur halt nackig. Wird wahrscheinlich nur mit neuen Saves gehen. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Woodstockpile ist leer. Prepared Meats haben wir noch 78. Okay, das heißt, wir müssen mal die Küche ordentlich anschmeißen, dass die uns Zeug kocht. So, aber was wir auch machen wollten, war hier fertig machen. Oh, cool. Und das hier haben sie auch ein bisschen erneuert. Die Blattge also die die Fortifications sehen jetzt ein bisschen anders aus, scheinbar. Die Floodgates nicht unbedingt. Also die Floorgates meine ich. Floodgates jetzt auch nicht unbedingt. Aber ja, lassen wir jetzt erstmal die Levers linken. Wir haben Farmer Weaver. Wir werden einen zweiten Koch brauchen. Labor. Guck, wer kommt denn dafür in Frage? Niemand, weil wir nur einen Legendary Cook haben. Und was macht der Cook noch mal alles? Cooking. So, wir warten ja jetzt eigentlich darauf, dass das Ding hier fertig ist. Wie sieht es eigentlich so mit unseren Fischvorräten aus? Fisch. Klingt nicht nach rohem Fisch. Aber hey, der guckt jetzt wieder wenigstens. Petition.
eine Farmer-Gilde. Na gut, eine Gildenhalle können wir jetzt endlich mal planen, unsere erste. Ich glaube, ich werde Gildenhallen einfach hier so entlang planen. Das wäre eine gute Idee. Also, flupp, mir das hier nehmen. Und dann anfangen, Gildenhallen zu planen. Die brauchen ja eigentlich nicht super groß sein. So, hier haben wir dann Platz für... Es würden wahrscheinlich sogar nur eine Reihe Tische reichen. Also hätten wir Platz für 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stühle hier, 6 Stühle hier und 6 Tische. Und hier für Zeug, was man so aufstellen könnte, Statuen und so. Und wir haben keine Mitte, das ist dann unpraktisch. So. Das wäre dann die perfekte Gildenhalle erstmal. Und dann könnten wir immer wieder so Gildenhallen bauen. Bis wir ein paar haben. Also immer wenn wir Petitionen für Gildenhallen kriegen, können wir welche bauen. Das heißt, ich brauche jetzt erstmal 5 Türen. Und hier kämpft einer gegen einen Kakapo. Okay. Cuttlefish und Horstew, das ist schon mal gut zu sehen, dass da Essen bei rumkommt. Und dass das Essen auch hier drin landet. Okay. So, dann wollte ich Tasks geben. Klamotten werden noch hergestellt. Also wir brauchen Orkdor. 5 Stück. Wir brauchen Work Table. 10 Stück. Nee. Auch 5 Stück. Und wir brauchen Work Throne. 10 Stück. Und Work Statue. Machen wir mal 2 Stück für die Ecken. Für die hinteren Ecken so. Gut, dann lassen wir das weiterlaufen. Gelingt, gelingt. Der muss noch gelingt werden.
Zum Glück kann der aus ein bisschen Essen verdammt viel herstellen. Wie sieht es eigentlich hier oben aus? Unser Arzt arbeitet, hat aber gerade keine Patienten. So, dann smoothen wir das Ganze mal. Entsorgen hier die Steine. Das heißt 6, wenn ich die große Halle noch fertig machen will. Da ist jemand zum Klofier geworden. Sehr gut. Hier wird abgearbeitet, immer mehr. Unser Essen wird hoffentlich auch wieder mehr. Ja, das haben wir zum Dormitory erklärt. Und auch ein Hospital draus gemacht. Haben wir jemanden, der einen guten Bone Doctor abgibt? Ich weiß halt gerade nicht, ob Doktor alles übernimmt. Steht das zufällig hier irgendwo? Offices and Administrative Works? Nein. Handling Light Aquifers. Was steht denn hier? Aquifers can block the downward progress of your fortress, but it is possible to bypass them. One way is to simply redesignate the damp stone for mining in order to build a 3x3 room around the stairs. You can then build walls around the stairs until the leaking water is blocked off. Repeat this pattern until you get below the aquifer. Mhm. Gut, der Raum hier ist fast fertig. Dann werden wir ihn jetzt noch verzieren. Und ja, Essen kommt langsam wieder. Wie sehen unsere Brauereien aus? Die können noch brauen gerade und das tun sie auch. Und produzieren jede Cave Wheat. Dwarven Wein und Ale Barrels, das ist auch gut. Mann, was wir hier Knochen haben. Mann, was hier noch Knochen beim Butcher drin sind.
So, wie sieht's hier aus? Tempel, oh. Tempel hätten wir auch mal einen gebraucht, he? Kann man auch aus einem ja, aus allem Möglichen. Naja. Was für Probleme haben die mit ihrem Equipment eigentlich? So, dann meldet mal weiter, jetzt da wir wieder Charcoal haben. Winter is upon you. Okay. Ah, und der ist jetzt gepult. Die sind müssten oben sein. Ja, die sehen sogar oben aus. Das heißt, wir können jetzt hier. Constructions. Die Dinger hinsetzen. Hoffe ich mal. Aber normalerweise kann man durch offene Floodgates durchgehen. So, der erste kommt, um eins von den Hatches zu platzieren. Verliert dabei eine Socke. Auch gut. Da sind Leute beim Sparen, das ist auch in Ordnung. Wir können auch mal einen Blick auf die Leute werfen, die so Probleme haben. Overview. Thoughts. Ist euphorisch. He was annoyed after having a drink without using a goblet, cup or mug. Das heißt, wir sollten irgendwann mal anfangen, auch Cups und Mugs herzustellen.
Gucken wir mal. Cup. Wooden Cup, okay. Mug ist wahrscheinlich aus Wok. Und Goblet ist aus allem Möglichen. Also stellen wir doch einfach mal 20 Wok Max her. Noch zusätzlich. So. Als nächstes platzieren wir Türen.